Qasem Soleimani. Nach Ayatollah Khamenei galt er als der zweite starke Mann im Iran. Der 62-Jährige war seit Ende der 90er Jahre Kommandeur der Al-Quds-Brigaden. Diese Eliteeinheit gehört zur iranischen Revolutionsgarde. Ihre offizielle Aufgabe ist es, politische Gruppen im Ausland zu unterstützen, die dem Iran nahestehen. Der Westen wirft Al-Quds allerdings vor, die politischen Interessen des Iran mit militärischen Mitteln in den Nachbarländern zu verbreiten und terroristische Aktionen auszuführen. Die Amerikaner hatten mit Soleimani das Problem, dass er seit mittlerweile fast zwei Jahrzehnten für den Tod von Hunderten von Amerikanern verantwortlich war. Seit 2003 haben nämlich die Quds-Einheiten im Irak kleine Trupps losgeschickt. Und die haben die amerikanische Präsenz im Irak mit Sprengfallen und anderen Mitteln bekämpft. Soleimani galt dabei als das Gesicht der iranischen Einmischung. Von westlichen Regierungen wurde er als Terrorist angesehen. Mit Hilfe von schiitischen Milizen sicherte er sich den Einfluss weit über die Grenzen des Iran hinaus. Der General hatte ein Netzwerk mächtiger und schwer bewaffneter Verbündeter geknüpft. Vom Irak über Syrien, wo seine Truppe Präsident Bashar al-Assad unterstützt, bis in den Libanon. Wer dem General nun nachfolgt, ist ungewiss. Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Khamenei hat bereits Vergeltung für den Tod Soleimanis angekündigt.